Hier ist Ranja und wir machen heute Tierarztbesuch oder ein Tierarzt kommt zu uns. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meinem kleinen Billy geht es leider überhaupt nicht gut. In letzter Zeit ist er irgendwie super nervös. Er rennt die ganze Zeit hin und her, wirkt so, als wäre er sehr, sehr unglücklich. Von daher, ich habe gehört, hier im Haus soll ein wirklich guter Tierarzt sein. Und ich rufe jetzt einfach mal an. Ich habe die Nummer irgendwo gesehen, deswegen versuchen wir es mal. Willkommen bei Tierarzt, Tieralltag. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, hallo, meinem kleinen Koala geht's leider überhaupt nicht. Ah, perfekt, ich leite Sie mal in die Warteschlange. Diese Warteschlange. Hoffentlich geht die nicht. Nicht so lang diesmal. Guten Tag, ich bin der Thomas. Wie kann ich Ihnen helfen hier, Tierarzt, Alltag? Schönen guten Tag, Dr. Thomas. Meinem kleinen Koala wäre jetzt leider überhaupt nicht gut. Der ist sehr nervös. Ah, er ein klassischer Fall von Tollwut. Ja, ich kenne es. Tollwut! So, aber er hatte eigentlich gar keinen Kontakt mit. Also, es sollte gar keine Tollwut sein können. Keine Angst, keine Angst. Sie sind an der richtigen Stelle. Ihr Hund wird bald hier bei uns wieder gesund werden. Mein Koala ist doch krank. Perfekt. Ich nehme schon mal einen Hundebasecop mit und dann kommen wir auf jeden Fall gleich vorbei. Bis dann. Danke. Ich wohne in der Wohnung ganz oben. Billy, es wird dir bald wieder gut gehen. Der Tierarzt kommt und bringt einen Beißkorb mit. Ich weiß nicht genau, was das jetzt soll, aber... Wir können nur hoffen. Wir können nur hoffen. Oh, da ist schon jemand. Das ging schnell. Immerhin ist er schnell. Hallo? Ja. Oh, Herr Vermieter. Wo ist es gut? Sie müssen Miete zahlen. Sie wohnen immer in Mietwohnung. Ich habe doch gestern schon also auch ganz, ganz viel Miete bezahlt. Ja, Sie müssen jeden Tag Miete bezahlen. Aber ich habe jetzt, also gerade habe ich gerade kein Geld zur Hand. Kein Geld? Und was ist das? Also. Was ist das? Das ist mein kleiner Koala. Warum sehr kurz? Das ist keine Katze, das ist ein Koala. Den hat. Haustiere sind nicht erlaubt. Den musste ich aufnehmen. Der war im Prinzip ein Pflegefall. Schlagen Sie ihn nicht. In meiner. Er wird dann aggressiv und dann. Mach ja. Stopp! Detlef hat den mitgebracht und ich versuche ihn. Ah! Das krieg ich zurück! Billy ist besser als jeder Wachhund. Es ist, muss man sagen, es ist ein gut erzogener kleiner Fratz. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, aber der Tierarzt kommt bestimmt bald. Dann kannst du vielleicht nochmal, genau, bei dir spielen gehen und dann. Wird schon. Musst dir keine Sorgen machen. Puh, wie ist er da eigentlich ausgebrochen? Es ist auch... Die werden immer schlauer, die Viecher. Mann. Oh, da ist er. Hallo! Guten Tag, ich bin der Thomas, der Tierarzt. Ah, schön, dass Sie kommen. Der ist... Kommen Sie, folgen Sie mir einfach. Genau, hier ist mein Assistent, der ist mit, nur falls es sich um einen gröberen Fall handelt, dass wir ausgestattet sind. Das ist natürlich sehr professionell. Ich war schon ein bisschen beunruhigt, weil Sie die ganze Zeit von meinem kleinen Billy als Hund gesprochen haben. Dabei handelt es sich ja ganz eindeutig um einen Koala, der ist hier in seinem kleinen Gehege drin. Problem. Wir werden ja einen Hund auf jeden Fall heilen. Okay, wie geht's jetzt mir? Er weist auf jeden Fall ein paar äußerst merkwürdige Verhalten auf. Er ist sehr aggressiv in letzter Zeit, sehr besitzergreifend und ich hab... Er ist also, sehr aggressiv, scheint es hier. Genau, er ist sehr aggressiv, er fühlt sich irgendwie... Er rennt viel hin und her, wirkt sehr nervös und ja, einfach nur sehr aufgebraucht. Hier, das ist grünes Heilpapier. Grünes Heilpapier? Sieht für mich ein bisschen aus wie Geldscheine, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ja, das wird auch verwechselt. Okay. Und Sie sagen, das grüne Heilpapier... Hat ihn jetzt okay, also ich muss ihn jetzt mal untersuchen. Also, hier, Billy, kommen Sie mal her, hier auf, Dings auf meinen Schoß, hier, auf geht's. Ich muss ihn mal untersuchen, okay? Also, das wird jetzt vielleicht ein bisschen wehtun, ich muss jetzt hier ganz kurz den hier machen. Ganz ruhig, alles wird gut. Tut ihm nicht weh. Ich muss seinen Zustand feststellen. Und wie sieht's aus? Also, ist es was Schlimmes? Muss ich mir Sorgen machen? Ich habe noch nicht genug Information. Warte, da muss ein bisschen mehr Information. Es ist, also, für den Laien sieht es vielleicht aus, als würden sie einfach nur meinen kleinen Koala-Bär verhauen. Nein, also die Spritze muss in sein Blut ran. Okay, sie geben ihm jetzt einfach eine Spritze, sagen sie. Aber eine schöne Spritze gegen alles, gegen Tollwut, gegen Dummheit, gegen alles. Keine Tollwut hat er. Also, sehr unwahrscheinlich, denke ich jetzt mal. Okay, also, ich würde mal sagen, wir lassen mal meinen Assistenten hier ran, weil der ist Tierflüsterer, der kann verstehen, was das Tier denkt. Okay, das ist eine gute Idee. Schön, dass Sie den mitgebracht haben. Genau, ich kann nämlich hören, was das Tier riecht. Okay. Ich kann hören, was das Tier riecht. Was? Was? Okay, erzählen Sie mir.
Was? Wirklich? Wir hatten doch nur einmal so einen Fall. Und dann, oh Gott. Wirklich? Jetzt bin ich langsam nervös. Was ist es wohl? Wir hatten sowas noch nie? Alles klar. Ja? Okay, also, es klingt, als wäre es was Schlimmes. Was ist, wo, also worum also, handelt es sich denn? Okay, das ist jetzt, das kommt jetzt, okay, am besten, bringen Sie Ihren Call am besten hier ins Gehege, wir müssen das und das Wagen besprechen. Billy, geh mal bitte rein. Billy, rein, genau. Okay, Johnson, du kannst draußen warten, das ist jetzt hier ein etwas ernsteres Gespräch. Okay, dann, Sie können sich gerne genau setzen. Okay, also das mag jetzt vielleicht ein bisschen verstörend und schockierend klingen. Mhm, ich bin auf alles gefasst, sagen Sie es einfach. Ich will es Ihnen eigentlich gar nicht sagen. Okay. Es tut mir selber weh, das zu sagen. Ja, was ist es denn? Wenn du raus mit der Sprache. Eigentlich mag ich ihn ja, also ich will es nicht unbedingt aussprechen. Jetzt kommen Sie, es bitte. Es hört schlimmer an, Dr. Thomas. Okay. Also, Ihr Koala ist kein Koala. Wie jetzt? Also, er sieht ja eindeutig aus wie ein Koala. Ich meine, haben Sie... Stopp. Ganz kurz. Ich bezweifle, was das hier... Also, gucken Sie ihn sich doch mal an. Wie viel mehr wie ein Koala könnte er aussehen? Kommen Sie her, okay. Also, es ist kein Koala. Es ist ein Krieger aus der 7. Galaxis, dessen Aufgabe es ist, die Erde zu beschützen vor Aliens. Oh, okay. Das könnte das aggressive Verhalten erklären. Ja, und das Kratzen an seinem Hals. Ja, und so. Ja. Alles macht jetzt Sinn. Das macht Sinn. Ja, das ist auch, deswegen ist er nicht gerne in Gefangenschaft. Er ist nervös und er möchte helfen. Ja, das ist normal für Krieger aus der 7. Galaxis. Die machen das wahr? Die machen das aber. Wie viel Erfahrung? Also, woher wissen Sie das denn? Wie kamen Sie denn jetzt darauf? Dass mein kleiner Billy ein Krieger aus der 7. Galaxis ist. Also, das kam jetzt ein bisschen unerwartet und er hatte jetzt auch nicht so richtig Beweisgründe, aber er ist der Arzt, er ist der Tierarzt. Ich meine, das ist sein Job, er wird es wissen am besten. Die Frage ist nur, was mache ich denn jetzt? Ich kann ihn ja hier schlecht eingesperrt lassen, wenn er wirklich so eine große Mission hat, die er hier erfüllen muss. Ich meine, das wäre einfach nur unverantwortlich. Willst du raus, Billy? Möchtest du die Freiheit? Okay. Hier, oh. Ja! Hallo? Ja? Ja, das ist, hi. Das ist übrigens mein kleiner Billy. Ein Krieger aus der 7. Galaxis, wie wir gerade erfahren haben, hat der Tierarzt jedenfalls gesagt. Ja! Kennst du dich damit aus? Oh, du gibst ihm Kekse. Ich glaube, das ist nicht so gut für die Koalas. Ja! Aber er scheint sich zu freuen, also mach dir nichts draus. Ja. Ja. Danke für deinen Besuch. Genau. Billy ist jetzt, kommt er wieder? Ich weiß es nicht. Ich will ihn hier nicht ein... Oh, er kommt wieder. Okay. Ich weiß nicht. Soll ich ihn vielleicht irgendwann mal mit in den Park nehmen und freilassen, damit er seinen wirklichen Job erfüllen kann? Oder ist es unverantwortlich von mir, wenn ich ihn einfach hier lasse? Ich meine, ich habe ihn echt lieb gewonnen, den kleinen Kerl. Schwierig. Und... Oh, jetzt klopft schon wieder an der Tür. Wie kann das denn sein? Bohnemann! Noch? Ich komme aus der 7. Galaxis! Bohnemann, das war Abendessen wartet. Du musst schon zu Hause sein in der Galaxis. Hallo? Bohnemann, du weißt doch, wir müssen Welten-Sternekriege bekriegen. Richtig. Das ist, Bohnemann, wen hast du denn angeschleppt? Hi, ich bin Ronja. Ich habe eigentlich bis vor kurzem gedacht, dass mein kleiner Koala hier, also Bohnemann... Billy ist und mein Haustier. Mein Sohn, warum beschäftigst du dich mit einem so niederen Wesen? Wir Koalas sind doch eine höhere Spezies. Einem niederen Wesen? Ich habe mich um ihren Sohn gekümmert. Ich kann doch nicht mal deine Gedanken lesen. Sie ist primitiv. Ich kann doch nicht mal hyperthermonukleare Antriebe machen. Also. Nein, das kann ich wirklich nicht. Könnt ihr das? Könnt ihr hyper was? Thermonukleare Antriebe machen? Was soll das überhaupt bedeuten? Also Sohn, zum Abendessen musst du zu Hause sein, sonst wird Mutter böse, okay? Ich reiß mal wieder weg in die 7. Galaxis. Auf immer Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ha, okay, dann haben wir es gehört. Ne? Dann musst du wohl gehen. Dann ist das wohl das Ende. Und... Kannst du dich auch hochteleportieren?
Oder kann das nur dein Vater? Kannst du sowas? Ha, damit ist er wohl weg. Und das war's dann auch für heute. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Und abonniert den Channel, schaut bei Flo Tops vorbei. Und das war's.